Und da sind wir wieder. Hallöchen, Hallöchen, Leute. Ich habe gestern weitergesucht und ich bin fündig geworden. Tadadada! Und nicht nur Klasse A, sondern Klasse S. Ich habe einen S-Hotspot gefunden für aktiviertes Indium. Der ist hier genau vor uns. Ich traue mich ja nicht raus. Immer dieses Wetter. Das wird natürlich interessant. Aber, Schiffchen habe ich auch schon hergeholt. Gucken wir mal kurz hier. Also. Genau, jetzt müssen wir das hier erstmal wieder analysieren lassen. Das ist genau hier am Speichersignal. Wird analysiert. Fump. So, Dichte am Boden. 96, 97%. 98, 97, 96 und dann wird es immer weniger. Also, das heißt, es wird immer weniger Ausbeute geben, je weiter wir uns davon wegbewegen. Ha. Oh, ich muss schon wieder rennen. Ist ja unfassbar. Das Wetter macht natürlich hier ein paar Probleme. Aber das bin ich ja gewohnt. Ich überlege jetzt, wie wir es am besten machen. Kann ich das hier. Fotomodus? Können wir hier mal kurz. Hier in der Mitte werde ich anfangen. Und da werde ich erstmal. Ja, nach rechts 5, nach links 5 und dann 5 in die Richtung, 5 in die Richtung und die dann alle verbinden. Und dann haben wir nachher am Ende 100 Extraktoren mit der maximalen Ausbeute, die wir kriegen können. Weil wir so nah am Zentrum bauen. Und irgendwo muss jetzt erstmal die Basis hin. So, jetzt gehen wir erstmal wieder raus. Ach, das lädt nicht weiter auf, wenn ich. Ach, stimmt, das ist ja im Pausenmodus. Na, das ist ja. Okay, na gut. Ich muss hier auf jeden Fall glätten. Zwar nicht so viel, aber doch schon ein wenig. Ich werde, glaube ich, erstmal die Basis. Das ist die Frage 5, das reicht auf jeden Fall bis hier. Ich weiß noch nicht, gehe ich nach hinten mit der Basis? Also dahinter? Oder hier vorne. Weil hier ist nämlich abschüssig und ich will ungefähr auf der Höhe, wie wir jetzt hier stehen. Na, hier so ungefähr, will ich jetzt glatt ziehen. Ja, dass ich eine Ebene bis hinten durch. Da will ich jetzt nicht den Basiscomputer irgendwo in der Luft haben später. Wir gehen jetzt einmal raus und machen erstmal Terrain und glätten. So. Ich würde mal sagen, so sollte das völlig ausreichen. Ja, guckt euch das mal an. Das ist doch schon ein schöner Unterschied. Jetzt müssen wir mal gucken, ob die Höhe. Nee, die Höhe scheint davon unbeeindruckt zu bleiben. 97, 96, 95. Was ist hier mit meinem. Okay. So, hier bin ich ja kurz geschützt. Hoffe ich. Ja. Hier sind so noch 80%, aber soweit. Na doch. Bis hierhin könnten wir kommen. Alles klar, dann bauen wir erstmal ein bisschen mal ab hier. Machen erstmal schön alles glatt. Das können wir ja hier überdacht lassen. Dann sind wir auch ein bisschen geschützt erstmal. So, Terrainmanipulatori. Fump. Was wir an Mats brauchen, das ist auch eine wahre Wonne. Ich kann euch gleich sagen, im Hardcore-Modus werde ich das never ever wirklich alles verkaufen können, was denn hier produziert wird. Also da werde ich nur hin und her flitzen und nur verkaufen, 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 weil ich keinen Platz habe. Ich habe ja diese Stack-Erweiterung nicht gekriegt. Die gibt es ja hier nicht. In Dauer auf der Tod. Sie bestürzt. Da hat sich Antivirenprogramm wieder Werbung. Auch hier, kauf doch mal Premium und hier, mach mal und hier. Wir haben so tolle Angebote und zack, ist mein Spiel im Hintergrund. Was ist denn hier los? Gleich deinstallieren. Gleich deinstallieren und was anderes holen. Sowas geht mal gar nicht. Waffenladung aufgebraucht.
Ihr habt davon dann natürlich eine Schmitte gekriegt, ist ja Spielaufnahme hier in Bandicam. So, da habe ich hier natürlich eine kleine Delle, die wir nicht wollen. Das ist hier eine Ebene, Freunde. Eine Ebene, verstanden. Aber ich glaube, ich habe das total verkehrt gemacht. Ja, dann sind wir halt noch ein Stück tiefer. Ziehen wir das hier schön, schön, schön. Leute, ich habe ja so eine schöne Stoppuhr, ja, die Zeit stoppen soll, damit ich immer schön, piep, jetzt beginnt die Zeit. Weil sonst wird es wieder 1,5 Stunden und die nächste Folge wird dann 1 Stunde und dann 45 Minuten. Also konsequent, ich möchte die halbe Stunde so wenigstens einigermaßen haben. Ich vergesse es ständig. Ich heb's zu. Ich vergesse ständig drauf zu drücken. Hab wahrscheinlich in den letzten Folgen auch anfangs immer mal ein Piep gehört. Das war die Stoppuhr. So, reicht das jetzt hier? Ich denke schon. So, 5 Stück, tralala. Wir bauen jetzt hier Basiscomputer hin. Da ist eigentlich auch egal. Fup. Fup. Basis beanspruchen. Ist natürlich nicht sehr schlau gewesen, das jetzt im Nachgang zu machen. Weil das Terrain, was ich verändert habe, wird ja laut den Patchnotes von Synthesis gespeichert in der Basis. Damit sich das nicht wieder dass sich zuwächst. Jetzt weiß ich aber nicht, ich habe die Basis erst später gemacht. Gute Frage. So, wir wollen umbenennen. Auch Mega Farm. Und weggehen. So, heißt schon mal Mega Farm. Sehr schön. Dann möchte ich hier Terra Manipulator aufladen. Dann Gefahrenschutz. Ja, komm, Lebenshaltung bleibt mit hinterher hier. Und dann bauen wir. Baue ich ein Räumchen? Ja, einen werde ich wohl brauchen. Am besten gleich. Ach, den habe ich ja nicht freischalten. Naja, dann nehmen wir einen zylindrischen. Ist ja okay. So, die Tür. Was ist denn das hier? Wieso ist denn das hier so? Das mag ich ja nicht. So, wonach richteten sich das? Jetzt habe ich immer gedreht. Ah. Ja, das sieht doch schon besser aus. Fump. So, wir haben keinen Strom, das ist klar. Machen wir erstmal notdürftig. Das wird bestimmt auch funktionieren. Ich hoffe auch, dass sie das nie beheben. Na doch, das müssen sie beheben. Na, ich hab's da eben gesehen. Das war grün. Da. Grün, ja, grün. Komm, steh hier rein. Fertig. Mach ich doch. Ich hab keine Brühe hier. Mal zwei Batterien. Zwei. Und dann bauen wir erstmal 0 Kohlenstoff-Nanoröhrchen. Das war jetzt ja nicht so geplant. Ich wollte da noch ja nicht hin. Hier. Wo ist denn die Tür? Guck, guck. So. Sehr schön. Dann habe ich erstmal das hier. Der Speicherpunkt kommt da bald weg. Bald. Jetzt bin ich nämlich geschützt. So, bip, bip, Industrie und
Mineralienextraktoren. 7 Stück kann ich bauen. Wir haben vier Metallplatten. Chromatisches Bryonemenge. Aber das ist ja nicht das Problem. Na gut, wenn das hier überdacht ist, natürlich wieder doof. Aber wir können schon mal den Anfang. So, so. Ja, ich möchte gerne von oben. Ja, wenn ich den noch ein bisschen tiefer, dann würde... Ach, das passt doch ja darin. Cool. Ich will das eigentlich so haben. Aber ich bin mir noch nicht sicher, ob das hier auch so funktioniert. Rezept anbinden, Rasterdrehung, Farbe auswählen, skalieren. Link alt halten, rotieren, navigieren. Mal ein und aus. Okay. Ich baue jetzt einfach mal hier ein hin. Fump. Hier ein hin. Hier hin. So, dann habe ich schon mal sehr schön, weil ist ja nicht so, wie es geplant war, aber nee, doch, eigentlich ist es genau so. Ja doch, die müssen wir schon ein bisschen, also die Kamera, die ist nicht so feinfühlig, wie ich mir das gerne wünschen würde hier. Uhu. So, dann haben wir nämlich von hier 1, 2. Na gut, das reicht dann natürlich nicht mehr. Jetzt wenigstens einigermaßen korrekt machen. Perfekt geht sowieso nicht. Perfekt gibt's nicht. Chromatisches fehlt. Also eins noch nach rechts. Und dann den Rest nach links. Und dann sieht das schon ganz gut aus. Jetzt brauchen wir natürlich noch Verkabelung. Das war nix. Ja, wenn die so nah dran sind, dann... Ja, gut, das Problem hatte ich schon mal. Das habe ich schon öfter mitgekriegt, dass das dann nicht funktioniert. Also... Klatscht man die zu nah beieinander, dann wird es nix. So, hat der jetzt eigentlich hier ein Stromkabel? Ja, der hat eins. So, den nur. Und die werden dann hinten zusammengebunden. So, Versorgungsrohre. Aha, die haben nur hinten. Okay. So. Das sieht doch schon mal gut aus. Strom habe ich ja noch keinen. Ist natürlich die Frage. Wir haben ja eine Menge Platz. Und ohne Strom wissen wir auch ja nicht, wie hoch die Ausbeute ist. Da wird ja nichts angezeigt. Aber alles ja nicht so dramatisch. Ich hole jetzt erstmal den Speicherpunkt zurück. Ich werde erstmal speichern. Fupp. So. Dann stelle ich den hier hin. Boing. Sehr schön. Und gucke mal. Ja, hier ist alles schon wieder voll mit Silikatpulver. Das brauche ich doch ja nicht. Aber ich könnte daraus Glas machen und dann Glasgänge bauen. Glasgänge bauen. So viel werde ich niemals brauchen. Hm.
Nee, wir müssen erstmal diese 5 in jede Richtung, dass ich erstmal die Dimensionen habe. Ja, die Abmessungen und dann geht's weiter. Alles klar. Also, Krikra chromatisches. Wir gehen mal in die Basis Nautilus Boeing. Da habe ich nämlich noch aktiviertes Indium rumliegen. Dass ich jetzt Unmengen chromatischen Metall machen kann. Würde gerne so ein Versorgungsrohr direkt an den Handelsterminal, dass es gleich direkt verkauft wird. Gleich weg damit. Aber gar eine Chance. So 1000, 1000. Ja, 1000. Da kriegen wir schon ein bisschen was für. Kriegen wir 4000 chromatisches raus. 4000 chromatisches. Reicht also dann für 40. Also nicht mal die Hälfte von den geplanten 100. Ob ich die 100 mache, weiß ich noch nicht. Ich halte mir erstmal die Möglichkeit offen. Passt hier aber alles wieder nicht. Muss sowieso mal ein bisschen Platz machen. Ich könnte ja mal. Ich schmeiß das einfach mal weg. Völlig egal. Das kann ich mir innerhalb von 30 Sekunden wieder zusammensammeln. Das wäre kein Problem. Ach ja, haben wir noch. Ach ne, die habe ich ja reingeschmissen. Ich wollte gerade sagen. So. Da hinein. Chromatisches. Also Jens, funktioniert das hier nicht, oder? Ach, könnte man ja gleich wieder. Ach, ja, man kann es so lassen. Da muss ich noch eine Möglichkeit finden, wie ich das dann später möglichst schnell verkaufen kann. Also, das werden ja hunderte Verkaufstransaktionen. Das ist, wenn mein ganzes Inventar leer ist, das ist ja ein Witz. Da kriege ich ja nichts drin. Aber immer habe ich noch. Ich habe noch 250. Ach, die lasse ich. Die lasse ich. Ich kann ja. Ich kann das ja später kaufen. Oder zwischendurch schon mal produzieren und dann, dass ich dann morgen schon mal, ja, so eine Teilproduktion muss ja nicht gleich komplett fertig werden. Okay. So, dann schauen wir mal. Ich habe doch hier. Dass ich mal den Quatsch hier loswerde. Die Kreaturenkugeln brauche ich auch nicht. Nam, 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 nam. So, Chlorgitter. Quatsch mit Soße, kann ich ja erstmal. Für irgendwas brauchte ich es. Ich weiß auch nicht mehr für was. Das packe ich jetzt erstmal hier rein. Hopsch, vergessen. Vergessen. So, sind wir durch. Dann nehmen wir jetzt nämlich Metallplatten kaufen. Da brauchen wir auch. Hohoho. Hier brauchten wir für die Dinger 5er jeweils. Ja? 5. Also 500 bei 100 Stück. Und 10 oder 15 brauchen wir pro Lager. Und Lager werden es ja auch mindestens 100 werden müssen. Wo ist denn hier? Stimmt, ist ja hier Bösewicht. Bösewicht. Alles kaputt hier.
Nachfrage, Nachfrage, Nachfrage. Ich mache jetzt mal verkaufen. Ich verkaufe mal nur 10. Okay. Ändert sich hier auch. Ich hatte gehofft, dass das hier nicht passiert. Aber gut, man kann nicht alles haben. Also ist wahrscheinlich nur die einzige Möglichkeit, den Preis nicht verfallen zu lassen. Entweder immer zu einem anderen Terminal zu gehen oder fliegende Händler zu bekommen. Ich habe das in meinem anderen Spielstand getestet. Irgendwie kommen da keine NPC-Schiffe mehr, wenn ich ein Landemodul baue. Oder die brauchen halt länger. Das hat mich doch ein bisschen irritiert gestern, weil das ist eigentlich die Grundlage für das, was ich hier vorhabe. Sonst brauche ich ja nicht anfangen. Aber, na gut. Und, was wollte ich jetzt sagen? Auf dieser Station, hier in diesem System, gibt es keine Völker, kein Nix. Hier ist ja Kaputtstation. Wobei Völker bin ich nicht mehr sicher. War nicht über der. Ich glaube, da waren doch welche. Halt nur. Kaputtstation. Oder ich muss eine Handelsstation hier finden, da eine Basis noch hinbauen, dann dahin teleportieren. Genau, den Teleporter am besten gleich so weit wie möglich oben, wenn das baumäßig klar. Ja, voll die Idee, er hat. Das könnte man mal probieren, aber das später. So, 13 können wir wieder bauen. Für wenigstens die Abmessung hier etwas. So, der hier gehört schon zur linken Seite. Also 1, 2, 3, 4. Und natürlich die Frage, es wird ja alles sehr eng hier bemessen. Wenn ich dann hier lang gehe und da lang gehe, kann es sein, dass die weiter auseinander gehen. Also muss ich schon ein bisschen Platz lassen, denn. Für die Wege, Räume, was so alles kommt. So, was liegt da? 2. 3. So, soweit geht das jetzt erstmal. Verbinden wird auch der blanke Horror werden, weil ich das so eng mache. So, da haben wir 1, 2, 3. Jetzt kriegen wir das Problem hier mit dem. Dann machen wir das so. Drehen das. Ich glaube, das. Oha, die sind echt sehr nah beieinander. Das alles zu verbinden, da kriege ich ja die Krise. Aber auf engstem Raum eben, weil hier gibt es schon weniger Ausbeute als da. Ja, das ist schon wieder nicht so toll. So, jetzt gucken wir mal. Das sind 5. So, und dann müssen wir nur noch in die Richtung und dann haben wir die Abmessung. Sturm löst sich auf. Oh, das sind dann 2. 3. 4. Und 5. Und dann ist Ende im Gelände. Sehr schön, das muss ich, tralala, speichern. Haben wir die Abmessung? Supi, die Lager, die können ja ringsrum und hinter uns, über uns, unter uns. Das ist doch völlig Wurst. Wichtig ist, weil es ja böses rotes Biom, ja, hier, wenn wir hier vielleicht doch mal ein bisschen aufmachen, dass ich hier stehen kann und ein Lager habe, wo ich drauf zugreifen kann. Mehr will ich ja nicht. Mehr will ich ja nicht. So, da fehlen uns dann aber die entsprechenden Materialien. Jetzt werde ich erstmal.
Boom. Und boom. Ich habe jetzt nur Holz. Ja, wir können ja Holz nehmen. Ist ja eigentlich völlig, völlig Wurst. Aber ich lasse mal ein bisschen. Ich muss ein bisschen Platz lassen. Ach so, das muss ja auch richtig gerade sein. Aber wenn ich denn da Wände baue. So muss das hier sein, denn. Genau. Dass hier ein bisschen Platz ist. Junge, Junge. Samira, was machst du da? Ja, hier wird schon nichts. Dass man hier eh mal rum kann. Reicht der Kohlenstoff jetzt natürlich nicht aus. Frechheit. Ah, hier ist auch. Das ist nichts. So. Okidoki. Dann werden wir schnell wieder rein hier. In Sicherheit. Extreme Nachttemperatur gemessen. So, Glas. Das kann zurück. Brauchen wir Sauer. Sauerstoff. So, ich muss ja warten. Mit wie viel waren das? Wie viel war 20? 10er. Naja, das reicht doch. Für ihn mal reicht es. Für immer rum. Da muss ich noch eine ganze Menge Sauerstoff organisieren. Für den Kohlenstoff. Oder ich nehme meine Pflänzchen. Könnte ich ja auch machen. Was ja auch kein Thema wäre. Halt bis auf die Frostkristalle, Frostwurz, ja, die bringen ja nur Glas, aber die anderen kann ich ja alle. Ich glaube Fetzium auch nicht. Ja, aber das Gammagras. Gamma, 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 Gamma. Das geht. Ich mache gleich die nächste hier. Gleich die nächste anschmeißen. Ich habe doch ausreichend Sauerstoff da. So, 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 so. Der Herr, wo jetzt lang? Hier lang. Weil dann wird das hier, ja, Tür ist ja toll. Ich hätte aber gerne verlichtet und hier noch einen Weg lang. Kann man ja leider nicht verbinden. Und da fehlen mir noch die Glaswände, die komplett verglast sind. Die will ich natürlich noch haben. Und ja, die ganzen Holzelemente, die muss ich alle noch holen. Dann haben wir zumindest jetzt erstmal schon mal Abmessung. Mal kurz gucken hier. Ach komm, wir machen das mit dem Kameramodus. Das ist so viel, viel schicker. Zum Dunkeln hier. Kann ich gleich mal die Sonne hierher bewegen? Zzzm. Ja, so ist der Anfang. Das sieht doch schon mal ja nicht schlecht aus, oder? Zack, gleich mal ein Screenshot gemacht hier. Da können wir uns unterm Berg ausbreiten. Da oben ist mein Schiff. Gut, mal gucken. Vielleicht nehme ich das auch weg, weil das lässt sich echt schlecht bauen, wenn man da unten mit der Baukamera rumhantiert. Weil hier rumlaufen. Wohl eher nicht. Das wird wohl eher nix. Die hier, Wege hier, das werden auf jeden Fall Flure, Räume, wie auch immer. Definitiv. Damit man sich ja sicher bewegen kann. Jetzt überlege ich nur, in welche Richtung mache ich die Lager. Weil eins brauche ich ja mindestens hier hinten. Es kann auch sein, dass ich später mich hier lang baue und dann hier ein Landefeld habe und ein paar Räume. Ja, da bin ich noch nicht sicher. Ich will nicht nachher zu viel umbauen. Also, die Versorgungsdepots brauchen auch noch ein Plätzchen.
Strom braucht ein Plätzchen und Batterien brauchen ein Plätzchen. Solarmodule, die können wir hier an der Seite hinpacken. Oder ich mache hier eine schöne gerade Fläche, wo die denn alle drauf stehen. Oder besser gesagt hier an der Seite. Ja. Genau das werde ich tun. Muss ich ja immer erstmal einen Plan machen. Brauchen ja eh noch Unmengen an Mats. Gerade was Gold angeht und Kohlenstoff, will ich gar nicht drüber nachdenken, was wir da brauchen. Oder der Verdichtete. Brauchen wir ja 100 pro Batterie. Wir brauchen auf jeden Fall, die Versorgungsdepots brauchen ja noch keinen Strom. So, und jeder Extraktor braucht 50. Dafür brauchen wir also pro Abbaueinheit brauchen wir zwei Solarmodule und eine Batterie. Jetzt verrechne ich mich nicht wieder. Ja, also brauchen wir 200 Solarmodule und 100 Batterien. Okay. Ja, das wird auf jeden Fall spaßig. Spaßig. Und ja, ach, das kriegen wir hin, oder? Denke ich. Klar. Ist doch kein Thema. Ich habe da so ein Ding, so ein großes Ding hier schon mal gebaut, nebenbei. Aber da hatte ich halt auch mehr Platz. Im Normalmodus war das easy. Kriegen wir hin. Alles gut. So, dann sind wir nämlich auch schon wieder so knapp bei Kasse, knapp am Ende. So, Pi mal Daumen. Ich muss mir echt angewöhnen, da mal richtig drauf zu gucken. Damit die Zeiten sich hier mal einpegeln. Dann, ja, das große Projekt Megafarm ist gestartet und ja, morgen basteln wir weiter. Und irgendwann wird da auch mal was funktionieren. Ja, vielleicht erst ganz zum Schluss, wenn wir auf den Schalter klicken und dann explodiert der Planet. Haha. Gut, Leute, dann bis morgen.